Prinzen ist mein Leben, ja. Schön, ja, wenn ich schon jetzt 60 Jahre alt bin, ne? Weil es einfach cool ist, finde ich. Grinsen, einfach schön zum Leben. Auf dem Sonnenplateau, 15 Minuten südwestlich von Innsbruck. Heute ist es nostalgisches Schauwaschen. Damals ein wichtiger, aber schwieriger Erwerbszweig der Grinzner. Das Wäschewaschen für manche Herrschaft in Innsbruck. Wie ich nachher geheiratet habe, nachher habe ich eben auch wieder waschen, nicht? Damit man sich halt leichter getan hat. Für den Geld hat man halt eingekauft und es ist halt ein bisschen besser gegangen, aber es war halt eine schwere Arbeit. Ja. Keine Nostalgie. Grinzens ist natürlich. Natur pur. Ja, dass die Einwohner der Gemeinde Grinzens einfach die schöne Umgebung, die Ruhe, die Landschaft ein bisschen genießen können. Dieses Genießen der Landschaft reicht bis in große Höhen, hinauf auf die Almen bis hin zum Bergmassiv der Kalkkögel. Was würden andere dafür geben, in so einer Gegend zu leben? Gelebte Tradition, das ganze Jahr über. Ja, das ist ja, Marie Himmelfahrt, das ist so ein besonderes Fest. Man kann sogar sagen, das ist so das beliebteste Marienfest, nicht? Also bei uns in Grinzens. Tradition großgeschrieben mit den Grinzener Schützen. Zurückblickend auf eine über 50-jährige Geschichte. Unsere Kompanie, wie gesagt, steht aus momentan 74 aktiven Schützen und 5 Magistrinnen. Das sind insgesamt 79 Aktive, die was ausrücken. Unsere Tätigkeit besteht hauptsächlich darin, in unserem Dorf die kirchlichen Veranstaltungen zu verschönern. Wir waren 5-mal in Innsbruck, wo es uns auch sehr viel Lob und Beifall zuteile gekommen ist. Das war bei einem großen Zapfenstreich beim Bundestrachtenfest. An! 200 Jahre Grinzens. Um 1400 gab es gerade einmal 9 Bauernhöfe auf der Hochfläche. Ab 1811, nach den Bauernaufständen, wurde Grinzens selbstständige Gemeinde. Ursprünglichkeit bewahren. Von weit her holten einige Grinzner alte Traktoren, polierten sie auf Hochglanz und rattern heute gerne damit durchs Dorf. Und so sind wir eine nette Truppe und haben keinen Verein, das ist ein reines Hobby und ganz nach Wetter sozusagen finden wir uns zusammen zu Ausfahrten. Aber auch kritische Situationen sind eine Herausforderung. Die Freiwillige Feuerwehr beweist im Ernstfall höchste Kompetenz. Auf sie kann man sich in fast jeder Lebenslage verlassen, bei unzähligen Einsätzen. Laufende Übungen und Weiterbildung sichern diesen Standard. Damit wurde und wird ein schlagkräftiges Team geformt und erhalten. Die Feuerwehr von Grinzens ist 1896 gegründet worden. Wie viele Mitglieder habt ihr? Wir haben 80 Aktive und 32 Reservisten. Viele Junge? Viele Junge, ja. Seid ihr zufrieden? Ja, sehr zufrieden. 200 Jahre Grinzens mit all seinen Ortsteilen. Von Sellrhein bis zum Südwestende von Axams. Neben zahlreichen neuen Bauten prägt eine nur mehr selten zu findende Harmonie aus Alt und Neu das Ortsbild. Vereine sind sehr aktiv. Also ich muss schon sagen, es geht, ob das Wintersportverein ist oder Musik oder Schützen, sehr aktiv alles. In Grinzens gibt es über 30 Vereine und Institutionen. Wenn sich die Frauen etwa treffen,
um Gestecke oder Kränze herzustellen, die nach besonderen Kirchenfesten zum Kauf angeboten werden. Nachher geben wir das Geld für die Hungernden in Afrika. Um dieses intensive Vereinsleben wird Grinzens von anderen Gemeinden beneidet. Wenn etwa bei einem kirchlichen Fest die Grinzener Musikkapelle das Geschehen umrahmt. Die Musikkapelle Grinzens wurde im Jahre 1954 gegründet. Wir haben derzeit einen Mitgliederstand von 55 Mitgliedern. Davon sind 38 unter 30 Jahren. Zukunftsarbeit liegt natürlich in der Rekrutierung von jungen Mitgliedern. Wir haben jetzt zurzeit 10 in Ausbildung, die uns in den nächsten Jahren die Musikkapelle unterstützen werden. Der Fokus ist eben auf die Jugend gerichtet. Aus Spaß an der Sache, aber auch, weil die Musikkapelle Grinzens mit Erfolg überregional auftritt. Grinzens, ein Ort der Krippenbauer? Natürlich, möchte man sagen. 1959 wurde der Krippenverein gegründet. Dabei handelt es sich um keinen Krippenbauverein. Die Krippen werden nämlich nur für Mitglieder hergestellt. Die Gestaltung der Krippen ist unterschiedlich. Sie richtet sich im Wesentlichen nach den Vorstellungen der einzelnen Mitglieder. Immer aber ist es höchste Handwerkskunst. Hier die Mauer rautragen, schauen, dass ich es überall genau in die kleinen Spalten reinbringe. Ebenfalls ein Kunstwerk wie unsere Krippen ist auch die Mooskapelle. Grinzens damals. Spiegelbild einer Epoche. Wie war es früher in Grinzens wirklich? Wir waren da hinten im Ganzen. 3 Buben und ein Mann. Ja, da ist der Vater ein Schuhmeister gewesen, nicht? Nein, so ein Flickschuhmeister. Und der Meinige ist halt so viel ein Zimmermann gewesen, auch nicht nebenbei. Der hat eben die ganzen Bauernhöfe, die Schindeldacher, früher ist ja kein Hartgedeck gewesen. Wir haben schon alle geleistet, also wie wir den Bürgermeister übernommen haben, da sind die Straßen, da die breiteste war 3 Meter. Und da hat es keinen Asphalt gegeben, nichts, Schotterwege. Der Wohlstand, man hat spärlicher gelebt, aber was sie mitverfolgen haben können, das war der Aufbau. Es ist die Kirche gebaut worden in die Anfangs 50er Jahre, danach war der Schulbau. Und da bin ich genau als Kind eingewachsen. Neue Schule, neues Gemeindezentrum und die Theatergruppe. Jetzt stellt euch vor, das ist der Felsen und das ist der Einstieg in den Kamin. Also das Stubentheater ist eigentlich die Urform des Theaters. Das ist in Tirol immer in den Wirtshäusern und in den Stuben, da haben Theater gespielt worden. Und der Eckehard Schönwiese hat unter der damaligen Obmannschaft von Sieghard Larl das Stubentheater wieder neu aktiviert. Proben für die Aufführung des Stückes Die Geierwallee. Das kann für den Theaterverein Die Sendersbühne durchaus in einer gemütlichen Stube sein. Du meinst, du hattest Flügel, so leicht wie an der Ball. Ein Juchatzer und die Angst ist vorbei. Und vor sie über deinem Knie am Kopf, wenn es sein muss. Was sagst du jetzt, ha? Oder auch großes Theater auf einer Freilichtbühne, wie bei der Aufführung der Passion oder dem Stück Tiroler Freiheit. Der Jugend gehört natürlich die Zukunft, gerade auch bei uns in Grinzens. Die Gemeindeführung ist bemüht, auch die Jugend in die Vereine, in die örtlichen Vereine einzubauen und auch schauen, dass in Zukunft das Vereinsleben so rege erhalten bleibt. Dazu müssen die Jugendlichen aber Möglichkeiten vorfinden. Wir
Wir in Grinzens sind einer der wenigen Jugendzentren von Tirol, die ihre Arbeit auf ehrenamtlicher und jugendlicher Basis vollführen. Und jeden Samstag kommen so um die 30 bis 50 Jugendliche, die ihre Zeit da verbringen und viel Spaß haben da. In von den Jugendlichen adaptierten Räumlichkeiten findet der Jugendraum großen Zuspruch bei der Grinzner Jugend, aber auch bei Jugendlichen aus anderen Gemeinden des westlichen Mittelgebirges. Aufgrund seines Erfolges hat der Jugendraum Grinzens überregionale Vorbildwirkung erlangt. Natürlich finde ich super gerade den Zusammenhalt in der Gemeinde, anscheinend für die Jugend, sei es Fußball, sei es Wintersportverein, was da getätigt wird, auch in der Musikkapelle und auch sonstigen Vereinen und Organisationen, muss ich, wie der Forscher gesagt, nicht missen möchte. Kein Wunder, wenn bei solchen Platzbedingungen schon die Mini-Ronaldos zum Fußballverein drängen. Und wer weiß, vielleicht sind es ja wirklich schon bald ganz große. Ich möchte gerne Magadenterin werden, weil mein Papa ist Schütze und dann möchte ich halt gerne bald. Ich möchte mal zur Musikkapelle, weil ich bin jetzt im Jugendorchester. Und vielleicht auch zur Freiwilligen Feuerwehr. Ich möchte gerne mal zu den Schützen gehen, weil mein Papa bei den Schützen ist und meine zwei Schwestern sind auch bei den Schützen. Und dass auch in Zukunft der Gemeinde Grinzens das Dorfleben so aufrechterhalten bleibt wie bis jetzt. Grinzens, ein Dorf mit Zukunft.